Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir meiern bei Sif. Wir meiern bei Sif, wir haben keine Würfel und trinken keinen Alkohol. Nein, nein, wir spielen Sif Meier. Sif Meier. Genau, Sif Meiers, meine Güte, ich habe jedes Mal sage ich Sif Meier, oder? Egal, Sid Meiers Civilization, so heißt es, das Spiel. Und der Teil da, also die Untergruppierung ist Beyond Earth. So, jetzt haben wir's. Meine Güte. Wir haben in der letzten Folge erstens unsere Geistesblume bekommen, zweitens angefangen hier den Xenotitan zu bauen, wo ich mich wundere, dass der jetzt auf einmal länger braucht, wahrscheinlich weil wir ihn entwickelt haben, und haben vor allen Dingen erforscht, dass wir Markbahnen bauen können und damit können wir unsere Straßen verbessern. Und das soll ja grundsätzlich nicht schlecht sein. Und wir haben natürlich Stufe 3 Vorherrschaft freigeschaltet, deswegen kosten unsere Straßen kein Geld mehr, sehr gut, keine Energie natürlich. Was? Achso, okay. Ja, ich freue mich auch. Ich habe nur gesehen, dass hier gerade Panasien aus der Kooperative verdammt stand und dann kam dieses Pop-up. Ich dachte, der verdammt jetzt mich. Wofür auch immer, wir sind voll friedlich und Freunde der Aliens und Freunde aller und Hippies und überhaupt. Veteranenstatus. Wem? Achso, ihr. Ich würde sagen, ihr habt im Moment keinen Job mehr, also kommt mal ruhig wieder nach Hause. Im Zweifel müsst ihr mal vielleicht irgendwann hier verteidigen kommen. Sup. Einheit benötigt Befehle, Handelsschiff. Ja, da gibt es ja nicht so viele. Ich kann mittlerweile auch nach Huan Le. Da kriegen wir auch mehr für wieder. Das machen wir mal. Schon krass, dass mittlerweile echt quasi alle Stationen weggemacht wurden. Also das ist ja so ein bisschen wie die Stadtstaaten bei Civ. Oder nicht nur ein bisschen, das sind effektiv die Stadtstaaten von Civilization. Und ich finde es immer schade, dass die alle weggemacht werden und dass die nicht neben uns existieren dürfen. Naja. Naja, naja. Boah, ich hätte ja echt nochmal Bock, mich mit der Arkdame anzulegen. Einfach nur, um zu gucken, was meine Truppen hier mit diesem Xenokram schon so können. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal so gestehen. Ne? Einfach nur, um zu testen, was die Jungs so können. Aber ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem wahren Kampfanzug. 66 Kampfstärke haben die. Wieso haben die 66 Kampfstärke? Was sind das für Truppen? Also meine haben hier 48. Sind die sowas wie der Xeno-Schwarm? Aber der hat ja auch nur 54. Oder wenn sie sowas wie die Xeno-Kavallerie wären, dann frage ich mich, warum sie nur 66 und nicht irgendwie die 70 haben, die dieser Xeno-Schwarm hat. Man weiß es einfach nicht. Tja. Was steht hier eigentlich Spannendes? Ach, wir sind eigentlich dran. Worauf warte ich die ganze Zeit? Ich dachte die ganze Zeit, ja. Da bin ich so fasziniert von all dem, was hier vorangeht, dass ich vergesse, den Button zu drücken. Ich dachte, ich hätte den Button schon gedrückt. Aber augenscheinlich hatte ich den Button noch nicht gedrückt. Und wo ist eigentlich unser ganzes Geld hin? Wir hatten zuletzt 74 plus, jetzt haben wir nur noch 10. Da sind bestimmt gleich wieder drei Handelskongresse. Bei entsprechendem im Datenstand und Blickwinkel kann jeder die Zukunft voraussagen. Da sind bestimmt wieder ganz viele Handelskonvois ausgelaufen, wollte ich sagen. Und das Erforschen von Sachen drängelt sich immer vor. Das Erschaffen einer Maschine, die deinem Willen folgt, ist die Erschaffung deines Schicksals. Juhu. Neue Forschung wählen. Wir machen uns einfach nochmal so ein bisschen unterwegs und lernen. Blub. Aber wir müssen schon Stufe 6 werden, damit sich das noch irgendwie rechnen, ne? Klimakontrolle gibt uns 25. Wie viel brauchen wir für eine Stufe im Moment? 20. Naja, da brauchen wir auch schon mehr als nur die Klimakontrolle. Aber die Klimakontrolle ist geil. Da kann man nämlich so einen Satelliten bauen, der Ressourcen generiert auf dem Gelände. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also ziemlich, ziemlich cool. Das nehmen wir mal mit, das wird uns nämlich auch noch was bringen. Koppeln haben wir bestimmt ein paar. Da steht zum Beispiel eine und da steht noch eine. Und das schadet ja nicht, wenn die dann noch was bringt. Wir haben so viele in den inneren Dingern. Achso, wir sehen das, weil unsere Kobra hier so rumfliegt. Wehe, du schießt auf unsere Kobra. Da schießen wir aber zurück. Da kenne ich nichts, da schieße ich zurück. Wir haben auf unserer neuen Welt fremdartiges Leben entdeckt. Wenig überraschenderweise wächst und stirbt es und versteht kein Französisch.
Der Spruch ist witzig. Wächst und stirbt es und versteht kein Französisch. Na dann. Oha, wir haben ganz, ganz viele Sachen gekriegt. Erstmal Bausachen. Wir können ein Alien-Reservat bauen. Nur bauen wir ein Alien-Reservat. Wir können einen Wert entwickeln, nämlich diesen da. Ach ne, den haben wir schon. Das haben wir noch nicht. Das brauchen wir eigentlich nicht so. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber wir könnten hier nochmal den Synergiebonus freischalten. Was kriegen wir denn hier? Nett. Auch nett. Nett, wenn man es sehr früh skillt. Dann machen wir Kultur entsprechend der Gesundheit. Oder Geld entsprechend der Kultur. Geld entsprechend der Kultur. Und zack, Wissensbonus durch noch mehr Technologie. Yay. Wir sind die großen Forscher. Ob das wohl was bringt, wenn man von allen Sachen was hat? Wir machen das mal ganz schnell. Wir machen mal die Genentschlüsselung hier. Wobei, gucken mal, gibt es da noch irgendwas anderes, was in einer Runde geht, was vielleicht was bringt nebenbei? Sowieso scheinbar das Einzige, was tatsächlich in einer Runde geht, ne? Na gut, dann nehmen wir das mal schnell und lassen uns auch noch den ersten Level in Reinheit geben. Der ist zwar nutzlos für uns, aber dann haben wir von allen drei Ethiken, kann man das so nennen, Moralethiken, haben wir dann ein bisschen was. Der Gentresor ist sowieso schon von irgendwem gebaut, da bin ich mir sicher. Wenn man am Genotyp eines Organismus herumhantiert, sollte man zumindest vorher sein Handbuch lesen. Mhm. Witzig finde ich übrigens, dass die Sprüche, bei Sivcom sind das ja immer berühmte Zitate von irgendwelchen Leuten, die es tatsächlich gegeben hat, also irgendwie von Goethe, von Schiller oder sowas zum Beispiel. Und hier sind das Zitate von den Leuten, die mit uns zusammen den Weltraum erobern. Also Huatma ist ja der eine, der hier... Wie viel Freude kann dieser neue Planet bieten, wenn ich immer nur an das denken kann, was ich zurückgelassen habe? Mhm. Also Huatma werdet ihr sehen. Nee, er ist nicht Huatma. Hier, Huatma ist er. Und es gibt auch ganz viele Sprüche von Susan Fielding zum Beispiel. Habe ich auch gelesen. Werdet ihr auch, wenn ihr die Folgen jetzt nachschaut, nochmal sehen können. Taktische Levitation. Mhm. Das ist die ultimative Spezialeinheit der Reinheit. In der Lev-Zerstörer. Okay, na dann. Oh, das ist natürlich nett, aber es ist natürlich auch schweineteuer, da hinzukommen. Was kriegen wir denn hier? Ah ja, den Tektonik-Amboss. Hm. Ich weiß doch nicht mehr, was ich erforschen soll. Liebe Leute, ich weiß es doch nicht mehr. Hier, die Dinger bringen mir doch gar nichts mehr. Oh, freie Technologie. Bauen wir mal. Kriegen wir eh nicht mehr fertig, aber... Naja. Auch zwei Runden, bis unser Xenotitan fertig ist und drei Runden bis... das wird aber knapp. Wir können uns eine Runde lang den Xenotitan angucken. Im Kampf werden wir ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen, fürchte ich. Und danach sind wir nämlich Eine der feinsten Schattierungen bei der Kommunikation ist der Unterschied zwischen "Das habe ich nicht verstanden" und "Das habe ich verstanden, aber es ist mir egal." Mhm, genau. Das übrigens ist auch eine der Anführerinnen. Also Eloidia oder wie auch immer man das dann ausspricht. Die gehört halt auch... Ach, da kann ich nicht drauf. Auf das Feld kann man nicht. Okay, auf das Feld kann man nicht. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Oha, haben wir jetzt viele Sachen noch freigeschaltet. Das ist auch krass, weil man diese ganzen Quests für bestimmte Gebäude ja kriegt und man jetzt ganz viele noch nachträglich wahrscheinlich, also jetzt nicht mehr, aber wie viele Quests für Gebäude man sozusagen verpasst hat, weil man diese Gebäude gar nicht mitgenommen hat. Also da ist schon viel Spiel drin, was man noch an Sachen entdecken und feststellen und lernen kann. Also man kann schon, glaube ich, viele, viele Stunden dieses Spieles spielen und immer noch nicht alles selber gesehen haben. Boah, die Blume sieht so toll aus. Ich transzendiere schon beim Starren auf die Blume. Oh. 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 Jetzt hast du mich unterbrochen bei meinen Meditationsübungen. Geh weg. Ich mag dich nicht mehr.
So, ich möchte wieder transzendent auf diese Blume starren. Ha, ho, hu, hm. Wir transzendieren, wir sind so intelligent und weise, diese Blume gibt ihre Weisheit an uns weiter. Ja, irgendwas ist fertig, ist mir doch egal. Die Weisheit, dass uns alles egal ist. Oh, habt ihr das gesehen? Das ist fertig geworden. Ach du Kacke, ist der groß. Wie viel Bewegung hat der? 2, da muss ich aufpassen. Wenn ich dahin gehe, könnte das schon sein Ende in Bewegung sein? Nein. Ach du Kacke, ist der groß. Kann ich irgendwie das Bild drehen? Rein- und rauszoomen kann ich. Damit bewegt er es zur nächsten Einheit. Wirklich drehen kann ich die Kamera scheinbar nicht. Dann lieber Xenotitan. Komm nochmal da runter, dann können wir dich nochmal in Ruhe angucken. Alter Schwede, ist das Ding riesig. Holy moly. Also ich habe schon holy moly gedacht, als ich seine Angriffsstärke gesehen habe, aber meine Herren, ist der groß. Wie gesagt, da ärgere ich mich sehr, dass man bei diesem Spiel nicht näher reinzoomen kann. Das würde ich jetzt echt gerne mir so wirklich im Detail angucken, so richtig nah dran. Also bestimmt nochmal doppelt so nah ran, wie wir jetzt von unserer Standardperspektive, die etwa so ist. Bis dahin gerne das Ganze nochmal, nur zum Angucken. Da hätte ich Bock drauf, richtig Bock drauf. Kann ich hier in irgendwie ein Infobildschirm? Nee, schade. Naja, gut, dann nicht. Dann bauen wir hier noch ein Alien-Reservat. Ja, Cobra, bla. Ja, hier, Roktopus, geh wieder blubbeln. Was ist das hier? Die haben hier Satelliten in meinem Gebiet. Was soll das denn? Frechheit. Ich wette, die machen mein schönes Miasma weg oder so ein Quatsch. Ach, der hat immer noch seine Bewegung nicht zu Ende. Also auch gut. Voll geil. Tatsache, die machen hier mein Miasma weg, wa? Kann ich die anklicken? Kann ich das irgendwie sehen, was das für welche sind? Nee, ne? Voll ärgerlich, oder? Doch. Nee, das ist ein Taktnetzknoten und das hier ist auch ein Taktnetzknoten. Okay. Kann mein Roktopus... Ah, der kann dann in diesen Feldern Fernangriffe machen. Auch nicht schlecht. Nein. Um Gottes Willen. Diese Taktnetzknoten bringen Verteidigung. Also wenn man in denen kämpft, bringen sie den... Wenn deine freundlichen Einheiten unter denen stehen, dann bringen die zusätzliche Verteidigung und heilen und so ein bisschen. So, Blume. Transzendenz, Weisheit, klug sein. Nein, erstmal kämpft hier unten irgendeiner von... What the fuck? Mhm. Okay, ich krieg ganz viele Achievements. Das weiß ich halt gar nicht. Ich wartete jetzt gerade, ob jetzt irgendjemand anfängt zu reden. Nein, noch nicht. Okay. Also, Transzendenz abgeschlossen, Quest abgeschlossen. Wir lesen mal vor. So wie die Geistblume sich zu voller Blüte öffnete, so öffnete sich unser Verstand dem Planeten, dessen Leben wir so lange geteilt hatten. Es gab keinen Moment des Erwachens, vielmehr wurden wir als Menschen wie vom ersten Morgenlicht langsam durch die Wahrheit darüber erhellt, was wir waren und was wir werden würden. In diesem Licht fanden wir uns selbst. Jetzt stehen wir zusammen. Wir sind eins. Wir warten. Und wir haben einen Transzendenzsieg erzielt. Yay! So wie die Geistesblume sich zu voller Blüte öffnete, so öffnete sich unser Verstand dem Planeten, dessen Leben wir so lange geteilt hatten. Es gab keinen Moment des Erwachens. Vielmehr wurden wir als Menschen wie vom ersten Morgenlicht langsam durch die Wahrheit darüber erhellt, was wir waren und was wir werden würden. In diesem Licht fanden wir uns selbst. Jetzt stehen wir zusammen. Wir sind eins. Wir warten. Aha. Jetzt wird es ja doch noch vorgelesen. Warum habe ich das dann vorgelesen? Na gut. Ja, das hier ist alles, was wir als Belohnung fürs Durchspielen kriegen. Keine nette kleine Mini-Render-Sequenz, kein Fullscreen groß Wallpaper-like Bildchen. Und das Schlimme an der Geschichte ist, ich mache mal kurz nur noch eine Runde. Das Schlimme ist, was mich wirklich ein bisschen ärgert, eine Einheit wurde getötet. Achso, ja, das habe ich mitbekommen. Oh, wir haben eine Questentscheidung, sehr schön. Hm.
mache da einfach mal irgendwas. Ihr könnt sie im Video pausieren und euch angucken. Was ich beim alten, nicht beim alten, was ich bei Sylph ja immer ganz toll fand und, also ja, wir haben gewonnen übrigens, ne? Wir sind Winners. Jedenfalls, was ich bei Sylph immer ganz schön fand und was mich bei Sylph auch immer gefreut hat, war, dass man nach dem Spiel dann so richtig ausführliche Graphen und Statistiken einsehen konnte. Das bietet Beyond Earth im Moment scheinbar nicht. Ihr habt's ja gesehen. Ich kann nur zurück ins Hauptmenü machen oder nur noch einen Zug. Beides führt mich irgendwo hin, aber eben nicht auf diese schöne grafische Übersicht, wo man zum Beispiel den Verlauf der Armeestärke vergleichen kann oder im Zeitraffer sich angucken kann, wie die Besiedlung des Planeten der Karte vonstatten ging oder. Jedenfalls sind das so die Sachen, die man hätte machen können und die ich vor allen Dingen deswegen schade finde, weil sie ja im, ich sag mal, geistigen Mitvater des Spiels, nämlich Civ 5, wurden sie ja gemacht und sind sie ja drin. Und dann finde ich es ein bisschen schade, dass man es hier nicht auch gemacht hat. Und wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen enttäuschend, dass die einzige Belohnung nachher, haben wir da, wie viele Folgen haben wir jetzt gespielt? 20 ungefähr? Ich weiß es nicht genau, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe jetzt diese Aufnahmesession auch schon wieder ein paar aufgenommen, deswegen habe ich nicht so genau im Blick, wie viele es sind. Aber sagen wir mal 20 Folgen. Überlänge, also alles so 20 bis 30 Minuten Folgen, also haben wir schon gut und gerne ein paar Stündchen hier vom Spiel für diese Session gesessen und als Belohnung kriegen wir dann so ein buntes Bildchen. Weiß ich nicht, ob mich das zufriedenstellt. Ich jedenfalls zieh mal vielleicht ein kurzes Fazit am Ende dieses Specials. Also wir sind jetzt mit dem Special durch, wir haben Civ Beyond Earth gezeigt. Ihr habt gesehen, wie das Spiel aussieht. Ihr könnt euch einen Ersteindruck machen, wie das Spiel ist. Ihr könnt euch selber überlegen, ob es euch den Preis wert ist oder nicht. Ich sag mal einfach so frei Schnauze meine Meinung. Grundsätzlich ist Beyond Earth ein gutes Spiel. Es ist, also natürlich, solange man Strategiespiele sucht, ne? Wenn ihr jetzt ein FPS oder sowas sucht, dann werdet ihr keinen Spaß haben. Aber es ist ein echt schönes Strategiespiel. Es bietet viele, viele Sachen zum Entdecken, viel zum Kennenlernen. Es ist ganz typisch. Ich kann ja gerne hier nochmal die ewig große Civilopädie aufmachen. Ihr wisst selber, das ist hier stundenlanges Material zum Lesen. Das ist mehr als ein riesiger Roman. Es bietet unglaublich viel zu sehen, unglaublich viel zu entdecken. Ich finde das Quest-System extrem gelungen, dass man gut, abgesehen davon, dass natürlich die ein oder andere Quest ein bisschen buggy ist. Das Quest-System macht aber sehr viel Spaß, vor allen Dingen, weil es sich mit einem entwickelt. Es entwickelt sich ja anhand der Gebäude, die man gebaut hat, kriegt man ja verschiedene Quests. Und das finde ich schon ganz cool. Es hat so ein paar Sachen, wo ich denke, naja, da hätte man irgendwie noch mal mehr draus machen können. Wie gesagt, ne, Wunder sind nur noch so ein etwas enttäuschendes Bildchen. Die grundsätzliche, auch dass man das, wenn man das Spiel gewonnen hat, dass das eben keine kleine Rendersequenz gibt oder so, soll ja gar nicht, muss ja gar nicht grafisch so mega, ober, riesen, hast du nicht gesehen, fancy sein, finde ich. Das Intro ist natürlich schon sehr fancy, aber wenn sie so ein schönes Intro hinkriegen, dann können sie doch zumindest eine ganz kurze, meinetwegen 30-sekündige Rendersequenz für so eine der fünf Siegeskonditionen hinkriegen, finde ich. Also wäre jetzt so das, was ich mir wünschen würde. Das ist einfach ein netter kleiner Motivationsfaktor. Klar, wenn ich das Spiel schon 10-mal durchgespielt habe und alle Dinge auswendig kenne, dann ist es irgendwann nicht mehr so spannend und dann ist es wieder egal. Aber und es ist natürlich auch nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, macht das Spiel Spaß? Kann ich das, was ich spielen möchte, spielen? Kann ich meine Siedlung entwickeln? Kann ich da viel entdecken? Kann ich spannende Sachen machen? Und die Antwort darauf ist ganz definitiv ja. Das ist ein tolles Spiel und es macht viel, viel Spaß. Ich habe die Befürchtung oder mein Gefühl ist, dass es ähnlich wie bei Civ 5 so sein wird, dass das Spiel gut ist und dass es dann noch ein, zwei Add-ons braucht, um das perfekte Spiel zu werden, das Civ 5 dann irgendwann doch geworden ist. Ich habe ja sehr lange mit mir gehadert, ob ich Civ 5 besser finde als Civ 4, denn ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter von Civ 4 und habe das sehr, sehr gern und sehr, sehr viel gespielt und muss gestehen, sie sind für mich beide gleich gut. Wenn Civ 4 die Grafik und die technischen Aspekte von Civ 5 hätte, dann wäre Civ 4 besser, aber es hat es nun mal nicht. Und deswegen ist Civ 4 nun mal, naja, in kleinen Tacken grafisch und eben auch, ja, einfach vom Flair hinten. Aber spielt mal, wenn ihr Bock habt und wirklich Zeit über habt, dann spielt mal alle drei Sachen. Also Civ 4 mit allen Addons, Civ 5 mit allen Addons und auch ruhig gerne Beyond Earth, wenn ihr Zeit und Geld über habt, muss man da vielleicht fairerweise sagen. Wo ist Civ 4, kriegt man nachgeworfen, Civ 5 auch mittlerweile. Aber
Ihr werdet schon merken, dass Civ 4 einige sehr, sehr tolle Sachen bietet, die sie rausgenommen haben. Wie gesagt, ich persönlich war ein großer Fan von Kulturswapping. Und alleine die Liebe zum Detail, wie gesagt, wenn ich in Civ 4 ein Wunder baue, dann gibt es so eine richtig, für jedes einzelne Wunder, das man im Spiel bauen konnte, und das waren viele, eine richtig toll gemachte, ganz kurze Rendersequenz, jeweils vielleicht maximal 10 bis 30 Sekunden, aber die waren wirklich schön und da habe ich immer wieder gerne Wunder gebaut, ganz ehrlich. Und hier, das ist mir irgendwie egal. Und bei Civ 5 auch, weil ich kriege ja nichts Schönes dafür. Klar, ich kriege einen Spieleffekt, aber naja. Insofern, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das Spiel sicherlich irgendwo zwischen 8 bis 9 anzusiedeln. Es macht schon viele, viele Sachen gut und richtig. Man kann viel entdecken, man kann sich sehr, sehr individuell verhalten. Also auf jeden Fall von der Ente ein klares Daumen nach oben. Beyond Earth ist ein gutes Spiel. Aber es wäre irgendwie mehr gegangen. Das ist so meine Meinung. Und das ist das, was einen ärgert. Vor allen Dingen, wenn man eben weiß, dass mehr gegangen wäre, weil man die anderen Sachen kennt, die eben mit Urvater oder geistige Väter dieses Spiels auch sind. Na gut. Also, an dieser Stelle für alle, die jetzt tatsächlich noch da sind, erstmal, hey, ihr seid noch da, ihr habt noch nicht abgeschaltet, cool. Und ich würde sagen, das war's fürs Special von Beyond Earth. Das war nur so als kleine Dreingabe gedacht. Wie gesagt, ich finde, Beyond Earth ist als Endlosspiel einfach für so ein Let's Play nicht so richtig gut geeignet. Denn es ist eben ein Endlosspiel. Man könnte stundenlang hier immer wieder spielen. Und es würde irgendwann auch sehr vieles sich wiederholen. Also wenn ich jetzt noch ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 2-3 Mal dasselbe machen wie das, was wir jetzt gemacht haben und verschiedene Endstrategien hier bei den Siegesquests mehr angucken. Vielleicht mal das gelobte Land machen, vielleicht mal Emanzipation machen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch mal auf Herrschaft spielen, obwohl das nicht so meins ist. Bin ich kein großer Fan von, aber oder eben natürlich auch Kontakt, ist klar. Und guck mal, die hat das sogar schon auch teilweise abgeschlossen hier. Naja. Aber ja, auf jeden Fall, spätestens wenn man das zweite Mal dieselbe Siegquest machen müsste, wird es, glaube ich, langweilig. Und es gibt auch nur 3 große Planetentypen, deswegen hoffe ich, dass euch das Let's Play Special hier soweit gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, es wäre super, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo da lasst, euren Freunden davon erzählt und die einladet. Ich würde mich darüber sehr freuen und mich dafür bedanken und hoffe jedenfalls an dieser Stelle, dass ihr an dem Projekt Spaß hattet. Ich bin die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und bis zur nächsten Folge oder bis zu einem anderen Projekt wünsche ich euch alles, alles Gute, sage ciao, ciao und in diesem Fall, ich bin raus.